dann ist es so bei einer Ernährungsumstellung, dass die Gelüste eben auch weniger werden, weil du das Schritt für Schritt machst, du kannst es handeln, die sind nicht so stark. Es ist nicht diese zwanghaften Gelüste eben, diese wirklichen Fressattacken, wo du nicht mehr kannst. Hi Leute, heute geht es in dem Video darum, wie du deine Ernährung umstellen kannst, ohne Gelüste, ohne Heißhungerattacken am Abend, ohne auf irgendwas verzichten zu müssen. Und ob das überhaupt möglich ist. Okay, das ist ein Thema, das du bestimmt kennst, wenn du das Video geklickt hast oder den einen oder anderen kennen wirst, der dir davon erzählt hat, dass er Gelüste hat, dass er Heißhungerattacken hat, dass er vielleicht nicht auf was verzichten möchte, wenn er die Ernährung umstellt, besonders wenn man auf Rohkost umstellen möchte, auf eine pflanzlich vollwertige Ernährung, dann ist es einfach so, dass viele, die von jetzt auf gleich umstellen, sehr viel Gelüste haben. Und ich möchte heute nochmal ganz kurz einmal darauf eingehen, warum das ist. Beziehungsweise die Hintergründe, warum das so ist, da könnt ihr euch lieber ein anderes Video von mir anschauen. Da ging es um die stufenweise Reinigung, wie das Ganze ein Reinigungsprozess ist, wenn man die Ernährung umstellt, wie der Körper gewisse Entgiftungsprozesse in Gang setzt und wie ihr eben, wenn man das weiß, diesen Hintergrund, wie man da vorgehen kann, das möchte ich heute sagen, dass du weniger Gelüste hast, dass du weniger Heißhungerattacken hast. Also wenn du dir das andere Video mit der stufenweisen Reinigung angeschaut hast, dann ist das Problem immer, dass umso gesünder du dich ernährst, von jetzt auf gleich, umso schwieriger ist es im Grunde, Heißhungerattacken zu vermeiden. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wenn man es jetzt mal ganz extrem sieht auf einen längeren Zeitraum, die Gelüste sind nämlich vorher schon nicht mehr da, aber wenn du sagst, 7 Jahre braucht es, um jede Zelle in deinem Körper zu erneuern. Und dann ist die Frage, auf was für einer Basis erneuert man die Zellen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich 10 Jahre lang pflanzlich ernährt hast, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du nochmal Gelüste auf Fleisch hast. Also da ist irgendwie was Psychisches mit verknüpft. Aber normalerweise, wenn der Körper dann sich immer mehr reinigt und all diese alten Sachen immer mehr raushaut, dann hat man, wenn der Körper das nochmal raushaut, diese Gelüste häufig darauf. So, wie kann man die Gelüste jetzt umgehen bei so einer Ernährungsumstellung? Einmal ist ein wirklich wichtiger Schritt, dass man es nicht zu schnell angeht. Umso langsamer es angeht, umso geringer auch die Gelüste. Aber dazu muss man auch gezielt verschiedene Faktoren berücksichtigen, weil häufig werden die wirklich außer Acht gelassen. Zum Beispiel, wenn du eben in eine Rohkosternährung reinspringst, von jetzt auf gleich plötzlich 100%. Dann wirst du merken, es wird extrem schwer, du wirst extrem viel Gelüste haben, viele besonders abends, bei mir war es auch besonders abends. Teil gerne mal, wie es dir da geht unter dem Video, schreib dir mal einen Kommentar, wann du da meistens die Gelüste hast. Mir ging es eher so abends, dass ich dann wirklich nochmal was Deftigeres, was Kräftigeres, was Dichteres, was Sättigenderes haben wollte. Und das kam eben sehr häufig vor, weil ich von jetzt auf gleich umgestellt habe. Und deswegen waren die Gelüste auch so stark. Aber wenn ich eben, bei manchen anderen Sachen habe ich dann eben schrittweise das langsam gemacht. Zum Beispiel auch sowas wie Schokolade. Habe dann einfach schrittweise zum Beispiel zuerst erstmal Vollmilchschokolade weggelassen. Alles ab 50% Kakaoanteil dann eben. Dann immer höherer Kakaoanteil, das heißt immer weniger Zucker. Dann habe ich es immer seltener gemacht von den Tagen her. Und ja, dann war das eben so eine schrittweise Umstellung. Und dadurch ging es viel, viel leichter, weil man diese Zwischenstufen hat zum Kompensieren. Anstatt dann eine Vollmilchschokolade zu essen, esse ich halt eine Schokolade mit einem höheren Kakaoanteil ab 50%, wo halt dann keine Milch mehr drin ist. So. Und so hat man seine Sachen zum Kompensieren. Man hat diese Gelüste
dann einfach mit was anderem gestillt. Ein Ticken besser. Und dann geht man hin, es einfach ein bisschen weniger zu essen. Dann kann man vielleicht irgendeinen Ersatz essen, der einen daran noch mehr erinnert. Oder beziehungsweise so eine andere Zwischenstufe wären noch Datteln mit Kakaonibs. Und dann das wirklich noch mehr reduzieren, die Tage mehr reduzieren. Und dann ist es so bei einer Ernährungsumstellung, dass die Gelüste eben auch weniger werden, weil du das Schritt für Schritt machst. Du kannst es handeln, die sind nicht so stark. Es ist nicht diese zwanghaften Gelüste eben, diese wirklichen Fressattacken, wo du nicht mehr kannst, wenn du das eben langsamer und schrittweise machst. Aber ein großer Punkt, den ich hier noch anmerken möchte, wenn du es langsam und schrittweise machst, sind viele sich des Ausmaßes nicht bewusst, was das wirklich bedeutet. Und deshalb schaut euch wirklich dieses Video an mit der stufenweisen Reinigung. Und dabei ist nicht nur zu bedenken, wenn man die Ernährung umstellt, dass man zum Beispiel von Industriekost zu einer pflanzlichen Ernährung geht und dann diese Stufen hat und der Körper das alles reinigen muss, sondern es ist auch noch zu berücksichtigen, wenn man Medikamente genommen hat, wenn man Alkohol getrunken hat, wenn man Kaffee trinkt, wenn man sonstige Substanzen zu sich nimmt, dass man dann den Weg entsprechend langsamer angeht. Weil wenn du zum Beispiel auch in eine Rohkosternährung springst und du erzählen mir immer wieder Leute und dann trotzdem zum Beispiel noch Kaffee trinken, rauchen oder sonst was, dann ist es auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Du bist psychisch viel instabiler und da gilt es dann wirklich auch langsam Schritt für Schritt umzustellen. Natürlich ist eine gute Ernährung dann besser. Aber da lieber langsamer vorangehen und dann auch zu schauen, solche Suchtmittel erstmal zu reduzieren, lernen die Emotionen zu verarbeiten und dann das Körpergefühl zu entwickeln. Also, um es nochmal zusammenzufassen, es geht darum, langsamer, gezielter umzustellen als ersten Punkt und als zweiten Punkt wirklich gezielt Substitutionen zu finden, wo einen befriedigen. Und da das langsam zu ersetzen. Du musst nicht gleich von einer Industriekostschokolade mit E-Nummern, mit Zucker, Industriezucker und Vollmilchpulver und keine Ahnung, was da alles noch drin ist. Es wird ja heutzutage alles so da reingekippt. So, von so einer Schokolade erstmal schrittweise umstellen, ein paar Wochen, Monate, zu ja, was Vollwertigerem, dann hin zu Datteln mit Kakaonibs und solchen Geschichten und dann noch weiter eben. Dann die Tage auch mal reduzieren, aber das dann wirklich auch über einen längeren Zeitraum. Diese Konstanz über einen längeren Zeitraum und damit meine ich, du kannst dir bei sowas wie Schokolade dann wirklich sagen, 3 Monate so, die nächsten 3 Monate so und dann da mehrere Stufen und dass du sagst, okay, der ist keine Schokoladen mehr, eben 1,5 bis 2 Jahre. Das klingt jetzt erstmal so, okay, langer Zeitraum. Ja, aber es ist angenehm und du hast nicht diese krassen Fressattacken dann zwischendrin, wenn du es so extrem machst, wie gesagt. Ja, und der zweite Punkt eben, diese Substitution finden, irgendwelche Mittel, wo du die schrittweise ersetzt. Okay, und von der Langsamkeit her. Ich weiß, dass jeder hat sich immer ungeduldig, ja, jeder ist immer sehr eilig, ich war da ganz genauso, aber muss dann auch schauen, weil am Ende verurteilt man sich zum Beispiel für irgendwas, weil man es nicht schafft, aber dabei ist es halt einfach relativ utopisch, auch mit dem Leben, wo wir führen und wie wir es führen. Von einem auf den anderen Tag zum Beispiel die Ernährung zu einer Rohkosternährung umzustellen, ist in unserer Gesellschaft, wenn du in der Stadt lebst, wenn du normalen Job hast, fast unmöglich, von jetzt auf gleich umzustellen. Ja, dazu braucht es die Stabilität und es braucht wirklich einen klaren Plan. Und dieses Ausmaß von den Stufen her, das muss man wirklich auch gezielt einordnen. Auch eben, wie gesagt, was Medikamente betrifft, wie du lebst, wo du lebst, was du gemacht hast in deinem Leben, wie ist deine innere Haltung, wie ist deine innere Anspannung, wie ist deine Einstellung, wie ist das Mindset, dein Bewusstsein. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen und die muss man eben auch anschauen. Ja.
Wenn du dir da unsicher bist bei diesen Faktoren, dann lass uns die gerne gemeinsam bei dir anschauen und schauen, ob wir dir da wirklich eine Lösung bieten können und da zusammenarbeiten, vielleicht dieses Schrittweise, das wirklich umzusetzen, aber gezielt, systematisch, dass du auch lernst, wie das Ganze funktioniert. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Genau. Das war's eigentlich. Ansonsten, wenn du dazu noch Fragen hast, wie ich das genau mache, was da genau dahinter steckt, mit dieser stufenweise Schritt-für-Schritt-Umstellung, wie man das genau macht, was man beachten sollte, kommentier gerne unten drunter. Tja, und ansonsten, wenn du möchtest, wie gesagt, dass wir das mal gerne bei dir anschauen, dann ist irgendwo neben dem Video ein Link, klick da einfach drauf und dann können wir uns das persönlich mal anschauen, die Situation. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Umstellen der Ernährung. Hoffentlich langsam, schau dir wirklich erst gezielt das andere Video nochmal an und dann geh da wirklich Schritt für Schritt vor, so wie es dir möglich ist in deiner Gegebenheit, in deiner Situation. Nicht das, weil das ist sehr schade zu sehen, wenn dann jemand anfängt und dann total überschwänglich und am Anfang geht es einem auch super gut, aber es ist halt nie was Dauerhaftes und das ist der Punkt. Wie schaffst du es dauerhaft in den glücklichen, gesunden, fitten, wachen, klaren Zustand zu kommen und nicht nur mal für eine kurze Zeit? Das ist der Punkt. Und diese Stabilität gilt es da eben auch bei aufzubauen. Tja, und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Mach's gut, bis dann, ciao.